Hallo. Züge. Wer mag es nicht? Ich, als kleines Kind habe ich schon Eisenbahnen gehabt von Märklin. Ja, und jetzt kann ich ja am PC tatsächlich auch was mit Zügen spielen. Die erste Runde ist so ein Tutorial, glaube ich, noch. Und ich arbeite jetzt hier viel mit der Leertaste zusammen, die hier das Spiel pausiert. Und dann kann ich in Ruhe das, was ich machen muss, hier miteinander verbinden. So, und da jetzt hier bei diesem Tutorial schon Züge doppelt, dreifach hin und her fahren, verbinde ich gleich schon mal beide Strecken. Man kann hier neue Züge kaufen, das ist manchmal bei den Runden hier auch Pflicht. Also jetzt hier auf der Tastatur, hier R ist die Taste dafür, also nicht wundern, wenn ihr das mal nicht seht, was ich mache. So, und den einen kann ich jetzt oben und den anderen unten rumschicken und schon hat man doppelt Income sozusagen. Ich glaube, das muss man hier auch machen. Was muss ich machen? Was hast du gesagt? Ach so, da ja. Dankeschön. Ich habe ja noch einen Assistenten neben mir sitzen, der mir hier immer die Ratschläge gibt, weil man sieht oft auch in den Runden gar nicht so genau immer alles. Ich habe hier ein paar Aufgaben zu erfüllen. Ich muss mindestens einen zusätzlichen Zug einsetzen, ein paar Schienen kaufen und so viel Geld verdienen. Das sollte aber auch noch ohne große Erklärung hier machbar sein. Und mit den Tasten 1 bis 4 kann ich hier auch die Geschwindigkeit einstellen. Das geht hier oben in der Ecke auch übrigens. So, links unten ist ein neuer... Ich habe übrigens den Modus für Blinde aktiviert, deswegen ist hier neben den Farben auch noch der Buchstabe zu sehen. Das ist vielleicht ab Standard jetzt nicht bei euch zu sehen, aber wundert euch nicht. Das kann man in den Optionen einstellen. So, der will da unten hin. Obwohl, das kann ja ruhig so gemacht werden, ne? Ach, ich habe irgendwas Tolles geschafft. Ich habe so und so viele Streckenteile gekauft. Ja, das habe ich schon längst erledigt. Ich schicke den schon mal los, weil ich kann den Zug ja auch stoppen, wenn ich hier auf diese Farbe drücke. Das ist in manchen Runden nicht erlaubt. Hier schon noch. Deswegen macht er es einfach auch mal. Hier unten sieht man auch, wann der nächste Zug startet. Jetzt... Nein, gar nicht mehr, weil es schon vorbei ist. Das war mal ein kurzer Part, oder? Bis zum nächsten.